Ein herzliches Hallöle und willkommen zurück hier bei Hellion. Ja, Freunde, alles beim Alten, also fast alles beim Alten. Ja, wie ihr seht, zwei Tage zwischen den Aufnahmen vergangen sozusagen. Wir haben eigentlich ist alles in Ordnung. Ja, wir haben theoretisch in allen Modulen, wenn man so will, fast noch vier Tage Luft, außer hier. Beim einen Moment, wo haben wir es? Hier beim Power-Modul, da ist es um die Hälfte reduziert. Ich schätze mal, das sind zwei Tage. Wir schauen mal ganz kurz. Moment, es müsste hier sein, wenn ich das richtig sehe. Wir schauen mal ganz kurz hinein. Ach, verdammt noch eins. Verkehrte Richtung, Leute. Verkehrte Richtung. Wir müssen hier lang. Wir schauen ganz kurz, was der Chor noch so hergibt. Da auf der, ach so, wir haben die Energie gar nicht eingeschaltet. Das ist natürlich noch ungünstiger. Fahren wir mal die Energie wieder hoch. Stimmt, die hatte ich abgeschaltet. Aus Sicherheitsgründen, wenn man so will. Nicht unnötig Energie verbrauchen. Und okay, die Hellion lassen wir noch aus. Das müsste gleich reichen hier, der Power-Up. Und dann haben wir überall Energie. So. Schauen wir uns das mal an. Wir haben hier ja noch 2 Tage, 7 Stunden. Von daher an der Stelle doch eine ganz kleine, so kurze Unterbrechung. Bin gleich wieder da. Und da sind wir auch schon wieder. Und hier ist mein Kumpel Blackbeat 043. Er will mich ein bisschen ärgern. Sagt, er wollte meine Aufnahme zerstören. An dieser Stelle viele Grüße hier an Blackbeat. Vielleicht machen wir mal ein Projekt zusammen. Schauen wir mal. So. Und jetzt bin ich völlig raus. Genau, wir haben 2 Tage. So, was haben wir vor? Was wollen wir machen? Im Grunde, ja, müssen wir logischerweise in dieser Folge auch noch ein bisschen farmen, wenn man so möchte. Wir schauen nochmal. Genau, wir schauen nochmal in das Cargo-Modul. Da gibt es bestimmt noch einige Sachen, die wir verarbeiten können, was wir in der letzten Folge, der letzten Aufnahmesession, wenn wir so wollen, halt nicht getan haben. Mal sehen, ob noch alles vorhanden ist, was wir so vorhatten. Genau, wir hatten da die Feuerlöscher, um Nitro rauszupulen. Das werden wir mal einfach mal machen. Ja, Verbindungsstelle. Ach nein, Stickstoff haben wir hier, genau. Stickstoff ist gut, auch zur zum Herstellen von, haben wir das jetzt hier? Ne, da ist nichts drin. Da ist ein bisschen was drin. Zum Herstellen von weiterem Sauerstoff, logischerweise, dass man hier entsprechend auch weiter evakuieren kann, wenn man so möchte. So, denn nehmen wir mal diese Cargo-Behälter auf und auch dieses hier. Na, so, geht nicht. Warum geht's nicht? Ach so. Wir haben schon wieder alles voll, wenn man so möchte. So, hinein mit der Sache. Das heißt, heute ist die Runde mal in Anführungsstrichen das Verarbeiten von Ressourcen. Alles so, was wir hier so haben, was wir hier so bereitstellen können. So, dann haben wir das. Natürlich werden wir diese Sachen jetzt erstmal ablegen. Ja, wir haben ja die Rohstoffbehälter hier. So, und hier ist das Schweißtool. Auch die werden wir jetzt erstmal abstellen. Wir wissen, die sind leer, die wollen wir dann mal verarbeiten, logischerweise. Und schauen wir mal, was wir hier noch so. Na nü, geht das nicht. Warum geht das nicht? Ah, jetzt geht es, okay. Was haben wir denn hier drin? Da haben wir Nitrat, okay, super. Nitrat ist gut. Upsala. Es will nicht, so wie ich. Okay. Das ist schlecht. Nochmal eben andere Variante ausprobieren. Und okay, wunderbar, es klappt. Okay. Ja. Legen wir es weg? Können wir es weglegen? Nee, wir können es leider so nicht weglegen. Dann nehmen wir uns diesen Container nochmal. Und ich glaube, der hier oben macht es auch und bringt es auch. Was haben wir hier drin? Trockeneis, Freunde. Ich lege das Ding hier nochmal ab. Das werden wir auch verwerten. Wir haben 2 Stück. Das müsste erstmal reichen.
Zur Not können wir uns halt auch noch was herstellen. Da haben wir Trockeneis drin. Wunderbar. Und auch noch Trockeneis. Anscheinend extrem viel Trockeneis, Freunde. Na gut. Hier ist wieder Nitrat. Nitrat ist gut, logischerweise zur Herstellung von, oder zumindest zum weiteren Herstellen von Sauerstoff, wenn man so möchte. Genau. So, das hier, kann man hier was placen? Das wäre natürlich auch cool, ne? Das wäre natürlich auch extrem nice. So, wir haben hier das Brecheisen. Ich würde vorschlagen, wir packen hier jetzt erstmal die restlichen Container hin, die Empty-Container, die wir vielleicht irgendwann mal verwenden werden. Protoss-Helm. Genau, das wollte ich nachgucken. Haben wir die Blueprints? Die Blueprints haben wir quasi noch. Das heißt, wir werden das Jetpack und den Helm und auch eins von diesen... hier sind auch noch mehr Jetpacks. Wir werden es, glaube ich, erstmal verarbeiten, weil wir werden die Ressourcen erstmal brauchen, vornehmlich. Ja, denke, das ist es. Wir haben hier noch einen Container stehen. Wir haben da noch einen Container stehen. Da sind empty. Der ist auch empty. Und ja, okay. Da war so das Schweißgerät. Können wir zum, ich denke zum Verwerten nehmen wir das gleich mit. Das werden wir alles verwerten. Da brechen wir jetzt keinen Zacken aus. Und auch die Container werden wir jetzt hier verwerten an dieser Stelle. Denn so viele Rohstoffcontainer zur Zeit brauchen wir nicht, denke ich. Das wäre dann doch übertrieben. Okay, jetzt schauen wir mal. Wir nehmen das natürlich wieder auf. Wir gucken mal, ob wir das noch aufnehmen können. Da ist Schweißkapazität, Schweißgerät, Schweißkapazität. Okay. Können mit Sicherheit aus dem Schweißgerät noch ein wenig Wasserstoff rausholen, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, da ist sogar noch ein bisschen Wasserstoff. Das haben wir daraus genommen. Die Batterie natürlich. Ganz, ganz klare Sache. Die Batterie, die stecken wir in dieses Ladegerät. Und bevor wir das gänzlich verwerten, liebe Freunde, einmal kurz gucken, was haben wir? Wir haben 89 Nitrat, jawohl. Wir haben das Eis, jawohl. Und wir haben das Trockeneis. Das kann alles hier rein. Wir haben hier sehr große Kapazität. Der Energieverbrauch liegt bei 10.000, obwohl wir einen Servomotor drin haben. Respekt! Aber wirklich Respekt, Freunde, alter Schwede. Krasse Nummer. Gut, raffinerieren wir das doch einfach mal. Das geht aber entsprechend schnell und zack, sind wir schon fertig, ja. Das ist schon beachtlich. Das ist schon wirklich beachtlich. Gut. Ja, es wird Zeit. 18%. Wir nehmen den Apparillo denn dann auch mit, wenn er soweit ist. Jawohl. So. Müssen das natürlich auch wieder schließen. Logischerweise. Der Rest geht entsprechend automatisch. Und ja, ich gehe erstmal hier hin. Werde mal den Main Room ein bisschen unter Druck setzen, Freunde. Aber nur den Main Room noch einmal kurz Sauerstoff auffüllen und dann geht das hier weiter mit dem Recycling. Ich glaube, wir haben nicht so viele Möglichkeiten. Nanu, habe ich das Verkehrte angewählt? Ja, ich habe natürlich das Verkehrte angewählt. Das ist totaler Blödsinn, was ich hier mache, Freunde. Hier ist der Main Room. Ich wundere mich gerade, warum ich nichts höre. Ich wundere mich wirklich gerade, warum ich nichts höre. Hättet auch mal einer was sagen können, oder? Ah, Leute. Alles gut, alles gut. So. 0, 3, 4. Und die 5, das soll erstmal reichen. Fürs Erste. So, hinein mit dem guten Stück. Auffüllen bitte einmal. Jawohl. Und weiter geht's hier im Text.
Einziehen, ausmachen, Helmchen auf. Helmchen auf Mode an, wenn ich so sage. Ja. So. Ach ja, ich bin ja quasi voll. Was hat das für eine Ladung? 7%. Ich glaube, das sollten wir mal auffüllen. Dann haben wir hier nochmal ein. Ach, wir haben, glaube ich, Wasserstoff, oder? Komm, wir packen das hin. Wir verarbeiten erstmal nur die Sachen, die wir hier haben. Genau, so war es das. Die beiden Warp-Zellen wollen wir von draußen holen. Die beiden wollen wir auch recyceln. Und dann lassen wir die beiden Warp-Zellen in der Helion. Und das, was wir an Warp-Zellen drin haben, das... Ein Moment, genau, da war was. Das werden wir natürlich, soweit es geht, verarbeiten. Verarbeiten? Genau, die alten Warp-Zellen. So, schauen wir mal eben weiter in das Fabrikationsmodul. Und hier stellen wir mal den... Oh, der Sound ist leiser geworden. Oder liegt das eher daran? Ich glaube, das liegt daran, weil kein Sauerstoff da ist, oder? So, ganz vergessen, mal eben kurz checken. Nickel Iron. Stofffasern. Haben sogar entsprechend Kohlestofffasern noch in petto. Auch ein bisschen was gebracht. Das bringt auch ein bisschen was. Das bringt was. Das bringt was. Genau. So, den Rest wollen wir erstmal nicht nehmen. Wir übertragen natürlich. Hier rüber. Übertragen können. Korrekt. So, ja, wir lassen das erstmal. Also klar, craften wir uns noch einen Kern, um das Power-Modul entsprechend umzuschichten, wollte ich gerade sagen, um quasi über die Zeit hinwegzukommen. Ihr müsst verstehen, wir haben quasi bei mir Mittwoch. Das heißt, morgen gehen diese die Trilogie-Folge, wenn man so will, quasi online. Ja, und ich bin aber entsprechend, ja, weg will ich nicht sagen. Ich habe ganz oldschool, Leute, jetzt müsst ihr mal vorstellen, ganz oldschool, ich habe eine LAN mit meinen besten Kumpels. Nice, oder? Ich habe eine LAN mit meinen besten Kumpels und grundlegend, achso, den nehmen wir mal mit, mal gucken, was wir damit anstellen können. Military Core können wir auch in die Helion packen, genauso die Batterie einfach mal mit in die Helion zu packen. Ist, denke ich, gar nicht so verkehrt. So, wir haben den und wir haben das Brecheisen, das wir hier packen. Ja, und dann sind wir quasi auch schon wieder voll. Ja, jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte an dieser Stelle, ist, dass... Servomotor, Mensch, wir sind doch richtig... Wir sind quasi voll. Wir nehmen diesen Nanit-Core, den nehmen wir mit. Die nehmen wir mit, ganz klare Sache. Die Servomotor müssen wir mal gucken, wo wir die einsetzen können. Ich will sie ja mal ein bisschen umschichten und mal ein bisschen sortieren. Genau, hier haben wir nämlich schon Servomotoren und da werde ich sie mal, möchte ich sie ganz gerne zupacken und zwar entsprechend sortiert. Ganz klare Sache, falls wir sie brauchen. Ja, logischerweise, falls wir sie brauchen. So, einmal Blueprint nachgucken und zwar Servomotoren haben wir nicht. Das heißt, wir lassen den einen hier zum Forschen. Ganz klar. Den einen hier zum Forschen. Wie sieht es mit den Military Cores haben wir auch. Ja. Einspritzdüse haben wir nicht. Aktivkohlefilter haben wir nicht. Ich glaube, es gab auch ein kleines Update, wenn ich mich nicht alles täuscht. Was entsprechend darauf abzielt, dass wir ich glaube beim Tod nicht mehr alles verlieren, wenn wir so wollen. Und auch hier noch Military Core. Also wir sind so voll mit Military Cores. Ja, können wir alle in die Helion packen. Ja, schon wieder abgelenkt worden. Freunde, schon wieder abgelenkt worden. Deswegen, die Folgen gehen am Donnerstag online und ich bin quasi am Wochenende nicht in der Lage, entsprechend die Folgen
für die diese Restfolge jetzt quasi sowieso die Donnerstag online gehen und dann entsprechend die Folgen für nächste Woche aufzunehmen und vorzuproduzieren. Das mache ich meist dann am Wochenende für die erste Wochenhälfte, das jetzt nicht geht, deswegen muss das jetzt erfolgen. Und Hellion bleibt quasi erstmal liegen in Hinsicht Vorproduktion. Und genau, das wollten wir machen. In Hinsicht Vorproduktion und wird wahrscheinlich von mir erst wieder am Montag angegriffen. Das bedeutet rein rechnerisch, klar könnt ihr euch an fünf Fingern abzählen. Das bedeutet, dass wir von Mittwoch bis quasi Donnerstag, bis quasi Montag durchhalten müssen. Gerade in Hinsicht Nanitkurs. Ja, das, was mache ich denn hier? So, die sind erstmal leer. Gerade in Hinsicht Nanitkorn. Und da muss ich dann einfach mal zwischendurch am Wochenende während der LAN mal reinschauen und mal gucken. Und es kann durchaus sein, das macht halt keinen Sinn, Freunde, denke ich. Es macht halt einfach keinen Sinn, wenn wir mal so wollen, quasi die Dinger jetzt rauszuprügeln. Ja, und neue Cores einzusetzen und dann haben wir die Cores hier rumliegen und ja, wir können sie dann irgendwann wiederverwenden für entsprechende Zeit, aber wir können es quasi auch in 5 Tage kommen wir mit dem hier einigermaßen gut hin. Da kommen wir von Mittwoch bis Montag doch hin. Wenn wir Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag sind 5 Tage in Anführungsstrichen. Es kann durchaus sein, dass ich vielleicht Sonntag hier mal eine Rutsche Cores austausche, aber mehr passiert hier dann auch nicht und das ist für euch, denke ich, auch nicht allzu interessant in der Hinsicht. Okay, viel Gelaber, wenig Zeit und wenig Sinn quasi manchmal dahinter. Nochmal die Blueprints eingesehen. Wir haben den Katalysator, deswegen bleibt der jetzt da liegen. So, den hier rein, den wollen wir auffüllen. Bitte refill, jawohl. Das haben wir getan. Da machen wir auch einen Refill. Aus Sicherheitsgründen und wir haben hier noch einen, den wollen wir auch auffüllen. Und schon haben wir ein bisschen Luft gewonnen und wir können diese Sachen hier hinpacken. Okay, noch ein Military Corps. Wir gucken uns jetzt mal komplett die Military Corps-Geschichte hier an. Wir haben 4 quasi in Reserve. Den hier werden wir jetzt einfach mal zur Verwertung geben. Das ist Stufe 1. Das ist auch Stufe 1. Der ist eigentlich noch zu gut, um ihn wegzuhauen. Genauso wie den. Das heißt, die 4 kommen mit. Das wird verforscht. Das wird recycelt. Und dann gucken wir raus, bringen das alles in die Hellion, damit wir ein bisschen Platz schaffen. Ich denke, das klingt nach einem ganz guten Plan. Das heißt, diese Folge ist erstmal nur das Aufräumen. Sind wir erstmal mit dem Aufräumen beschäftigt. Und dann schauen wir mal, was quasi in der nächsten Folge so abgeht hier. So, das haben wir hierzu. Wir legen das zum Forschen da rein. Servomotor, dass wir den erforschen. Flupp, jetzt müssen wir ihn haben. Einmal kurz Check-up. Und da ist er. Traumhaft. An dieser Stelle, ja, würde sagen, sicherheitshalber nochmal die Sachen übertragen, die wir hier so haben. Und um das eben gerade genannte, also diese Überbrückungszeit hinzubekommen und dass ich zwischendurch einfach mal nochmal hineinschaue, um ein bisschen die Station zu sichern. Klar, werden wir dann die nächste und die übernächste Folge einfach nochmal eine entsprechende Loot-Tour starten. Mal sehen, was uns hier so erwartet, was hier so abgeht. Und wenn wir dann zurückkommen, schauen wir uns natürlich auch mal die Komponenten an, die wir so verbaut haben, ob wir da entsprechend ein paar Komponenten tauschen können oder ähnliches. Okay, so, lass uns mal rausgucken. Oh, da ist sie, die frisch gebackene Hellion, wollte ich gerade sagen. So. Haha, flupp. Da können wir mal direkt aufmachen. Innentür auf, Außentür auf. Alles beim Alten, wenn man so möchte. Zap, zap. Ich glaube, ja, das wird uns echt viel bringen.
wenn wir nichts drin haben. Ja, also da müssen wir uns auch mal Gedanken drüber machen, wie wir damit umgehen wollen. Military Course. So, auch das wollen wir mal sortiert hier hinlegen. So, das haben wir. Da oben liegen noch ein paar Ressourcenröhrchen, wenn wir so wollen. Zwei haben wir leer. Ja, fast leer. Die müssen wir noch auffüllen, bevor wir losstoßen. Und ja, den packen wir dahin, den nehmen wir in die Hand. Den anderen packen wir auch dorthin, den nehmen wir auch in die Hand. Jetzt schauen wir nochmal, wie weit der Chor hier hinten noch eine Ladung hat. Ganz 11,5, 17,2, 15,9. Wir tauschen den 17,2 aus. Ich denke, das sieht ganz gut aus. Ich denke, das sieht ganz gut aus. Das lassen wir so, wie es ist. In der Hinsicht, wir haben auch vergessen, hier zuzumachen, fällt mir gerade mal ein. Hier liegt noch eine Battery. Da weiß nicht, ob da eine Battery drin ist. Da müssen wir mal. Ja, da ist noch ein Kanister drin. Der ist nicht gefüllt. Eine Bohrkrone und eine vollgeladene Batterie. Und das gleiche, glaube ich, außer mit dem Kanister, ist hier der Fall. Das heißt, die Batterie bleibt liegen. Sie stört ja im Moment nicht. Okay, und wieder zurück. Mehr wollte ich hier gerade nicht. Ein wenig frei machen und dann räumen wir unten noch ein bisschen das Cargo-Modul auf. Genau, das ist der Plan, das Cargo-Modul ein wenig, ein Stück weit aufzuräumen. Weiß gar nicht, ob wir, ich glaube, wir haben nämlich keine Protoss-Rüstung, wenn wir so wollen. 2 Stunden 6. 2 Tage 6 Stunden, nicht 2 Stunden 6 Minuten. Das wäre ein bisschen knapp, Freunde, ein bisschen knapp. Okay, soweit sind wir hier, glaube ich, safe. Das gefällt mir noch nicht ganz, aber seid mir nicht böse, bitte. Das gefällt mir noch nicht ganz. Das nehmen wir mal in die Hand und packen das mal hier hin. Und dann recyceln wir noch die Warpzellen. Ja, das ist auf dem Weg quasi, wenn wir so wollen. So. Nochmal einmal. Ja, das gibt 12,5, 12,5 und hier auch nochmal 12,5, 12,5. Das sieht gut aus. Macht 25, Freunde. 25 macht das. So. Und das kriegen wir noch nicht mal ganz rein. Ist aber nicht schlimm. Das ist kein Problem. Wir haben, denke ich, auch. Es sieht ganz gut aus. Es sieht ganz gut aus, denke ich. Schaltkreise 1,8. Das ist ein Proteus-Eva-Anzug. Den werden wir jetzt zur Forschung reingeben. Hoppala. Auch den hier werden wir zur Forschung reingeben. Dann haben wir das. Die anderen brauchen wir dann in Anführungsstrichen. Oh, Moment. Da ist noch eine Batterie, die wollen wir natürlich nicht erforschen, wenn wir so wollen, ne? So, dann haben wir das geschafft. Dann haben wir das geschafft. Fehlt uns jetzt eigentlich nur das Jetpack. Und Jetpacks haben wir, glaube ich, genug. Und den Rest können wir aufhängen oder verarbeiten. Eins von beidem. Wir legen das mal weg, nehmen das, was nicht geladen ist, laden, lassen das mal aufladen und packen das Akku-Pack einfach mal hier hin. So, zurück zum Cargo-Modul. Ich wollte sagen, was ist denn? Das wirkte jetzt komisch gerade. Wirkte sehr komisch, aber ich denke, wir haben alles unter Kontrolle. So, da oben ist ein Jetpack, ein Proteus Jetpack. Wir haben zwei Empty Kanister, wenn man so wollen. Wir haben um Gottes Willen noch so viele Cargo-Module in Anführungsstrichen.
in die Hand, packen den Servomotor hoffentlich darunter. Ja, der passt da hinten wunderbar. Wir haben hier noch einen Haufen an Military Cores. So, noch ein Jetpack, noch ein Helm, noch ein Helm. Und ja, ich würde jetzt mal Folgendes vorschlagen: einmal kurz umsortieren. Einmal kurz umsortieren, denn ich möchte die den letzten verbleibenden Slot. Ach, nein, das war ja klar. So, den letzten verbleibenden Slot, den möchte ich hier entsprechend hinstellen, um diese beiden da oben wegzunehmen. Genau, ein bisschen Ordnung muss sein, Freunde. Das kann hier hin. Und das kann dahin. Und jetzt schnappen wir uns hier den Helm. Und ich würde sagen, nee, da geht er nicht hin. Wir können ihn nur in der Hand halten. Wir werden die Sachen hier einfach mal zwischenlagern. So, dann haben wir nämlich auch die beiden Jetpacks, die wir laden sie auf. Freunde, wir laden sie auf. Was soll der Geiz? Werden sie aufladen. Bitte auffüllen. Oh, wir haben kein Nitro mehr, merke ich gerade. Wir brauchen mal ein bisschen, wir brauchen etwas mehr Nitro. In Heaven, wenn man so wollen. Luft, Stickstoff. Verbindungsstelle. Können wir gar nicht. Heilige. Doch, wir können entladen. Wir können wieder beladen. Refill. Und wir hätten gar nicht hierher laufen brauchen. Fällt mir gerade mal ein. Wir hätten das auch direkt im Cargo-Modul aufladen können. Ja, da muss man sich noch ein bisschen dran gewöhnen. Ich muss mich da noch ein bisschen dran gewöhnen, dass das so möglich ist. Was wir auf jeden Fall machen können, und das ist Sauerstoff herstellen, indem wir etwas Stickstoff hier hin übertragen. Genau, ein wenig Stickstoff übertragen. Wir lassen mal ein bisschen. Doch, wir brauchen keinen Stickstoff. Wir brauchen den Stickstoff quasi für fast nichts anderes. Sauerstoff packen wir mal 50 rüber. Und dann können wir hier nochmal den Generator anwerfen, um etwas Sauerstoff herzustellen. Das ist auch schnell erledigt. So, das war's auch schon. Jetzt haben wir die Jetpacks aufgeladen. Wir wollten noch einmal, genau hier, ich glaube, ja, Sauerstoff. Sauerstoff packen wir da rein. Ganz klare Nummer. Und wir haben hier 3,5 Sauerstoff. Wir packen auch noch ein bisschen Nitro in die Verbindungsstelle. Nitro. Zack. Sehr schön. So. Dann haben wir die. Ach Moment, wir nehmen das einfach mal mit. Wir packen das um. Wir packen das nicht hier hin. Wir packen das in die Fertigungsstation. Und zwar hier an diese Stelle entsprechend diese Suits. Dann sind die zumindest schon mal vollgeladen, wenn es hart auf hart kommt, sind wir zumindest mit Helm und Jetpacks gerüstet. Alles andere. Hier sind auch noch zwei Jetpacks, aber die, Freunde, die werden wir verarbeiten. Die würde ich gerne verarbeiten. Hier ist noch ein Military Core. Da werden wir uns natürlich entscheiden, welchen wir davon gegen den anderen. Nee, werden wir uns nicht entscheiden. Wir haben hier noch einen Platz frei. Da werden wir ihn hinpacken. So, und dann sieht das Ganze hier auch schon sehr gut und sehr sortiert aus, Freunde. Da hinten steht noch was, sehe ich gerade. Noch ein Bohrsystem. Das packen wir aber sicher. Wir werden es mal sicherheitshalber hier zwischenlagern. Das werde ich jetzt nicht verarbeiten. Aber wir haben nicht geguckt, was drin ist. Doch, wir haben eine. Es ist alles in Ordnung. So, das wird jetzt hier zwischengelagert. Von daher sind wir an dieser Stelle mit der Sortierung vorangeschritten. Wir werden die beiden Jetpacks noch verarbeiten. Und dann können wir uns schon auf den Weg machen,
auf den Weg machen, neue Ressourcen quasi zu farmen, wenn man so wollen. Moment, so kann ich natürlich nicht sehen, was wir bei rauskriegen. Und ja, das sieht gut aus. 7,5, 7,5, das sollte erstmal genügen. Was haben wir denn hier? Aha, 218, das wäre auch nochmal ein Nanitcore, den könnte man beispielsweise nehmen, wenn es soweit ist und der andere fast ausgebrannt ist, den halt nochmal reinkloppen, um eine Überbrückung hinzubekommen. Aber ich quatsch auch einfach zu viel. Wir sollten einfach mal losmachen. Ja, und dazu werde ich mal in das Hauptmodul zurückgehen, werde hier ein bisschen Luft drauf geben und während hier die Luft drauf geht, werde ich abmoderieren. Das war's schon für diese Folge. In der nächsten Folge sehen wir uns genau dann wieder, wenn das Jetpack aufgefüllt ist, ja, und wir quasi bereit sind, diese Station wieder zu dekomprimieren, um mit der Hellion auf Entdeckertour zu gehen, Freunde. Und das war's jetzt auch wirklich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Däumchen hoch, Abo kaufen und einen Moment. Däumchen hoch, Abo kaufen. Abo kaufen ist ja schon. Abo, abonnieren. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.